Ich möchte Sie im Namen des Velios recht herzlich bei meiner alljährlichen Kalendervorstellung begrüßen. Ich habe auch heuer wieder einen Kalender, einen Aquarellkalender geschaffen mit lauter schönen Ansichten, die eigentlich alle Inlays sind. Und ich habe mir ganz was Besonderes einfallen lassen, indem dass jedes Kalenderblatt mit Musik auf einer großen Videowand präsentiert wird. Und dazu bringen wir Moden von der Wichtelstube, die von meinen Freundinnen und mir vorgeführt werden. Besonderen Dank möchte ich aussprechen in Günther, der da hinten an der Kamera steht. Der hat mir auch heuer wieder das produziert und wer einmal sowas brauchen sollte, kann sich gerne an ihn wenden. Ja, dann möchte ich auch noch zwei Stadträte begrüßen, den Herrn Vizebürgermeister möchte ich recht herzlich begrüßen und alle Freunde und Bekannten, die manche sogar von Salzburg angereist sind, heute wegen der schönen Wetter. Dass ich mich darüber freue, dass die Frau Kühner wiederum in das Velios gegangen ist und damit ganz wesentlich dazu beiträgt, dass diese Bildungseinrichtung der Stadt Wels weiter mit Leben erfüllt wird. Das Velios hat sich von der rein naturwissenschaftlichen Science-Center-Programmierung sehr geöffnet in den letzten zwei, drei Jahren. Es gibt sehr viele Veranstaltungen hier und neben dem naturwissenschaftlichen Bereich wird, wie man heute sieht, auch dem Bereich der Kunst ein sehr breiter Stellenwert eingeräumt. Das trägt dazu bei, dass wir hier Leben haben, dass das Velios weiter bekannt wird und dass viele Menschen hierher kommen. Das ist der Jänner. Auch in der Altstadt liegt Schnee. Im Februar ist Fasching und die Ballsaison. Da wird getanzt. Auch im März kann sich der Stadtplatz noch im Schnee zeigen. April tut, was er will. Hoffentlich nicht das ganze Jahr, so wie immer.
im Mai blüht der Mohn wieder in Weidhausen. Mit dem Juni zieht der Sommer in den Schlosspark von Lichtenegg ein. Der Juli, ein idealer Monat, auch für den Sonnenstrom. Im August präsentiert sich die Schmidtgasse im neuen Kleid. Der September zieht auch in die Traungasse ein. Der Oktober schmückt die alten Platanen beim Velios mit einem farbigen Kleid. Novembernebel ziehen über die Fischergasse. Im Dezember kehrt Ruhe am Rheinberg ein.
2015. So, meine Damen und Herren, einen recht und schönen Dank. So, noch einmal recht herzlichen Dank an euch alle.